Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Anja, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und ich bin auch infiziert worden mit dem Virus Pocket Letter. Mittlerweile weiß, glaube ich, fast jeder, was das ist. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal die, die ich bisher bekommen habe. Und zwar ist das den Pocket Letter, den ihr hier im Moment seht. Das ist der, den ich als allererstes bekommen habe. Also mein allererster. Der wird also immer was Besonderes bleiben für mich, weil ich finde, das ist einfach so eine tolle Sache. So eine schöne Sache, jemandem ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Einfach fantastisch. Man kommt nach Hause, der Briefkasten quillt über und man näht von Rechnungen. Ist doch super. Okay, diesen Brief, den habe ich bekommen von der Tanja Aktun. Und ja, das war halt die, mit der ich als erstes getauscht habe. Ich finde also auch total süß hier mit dem Anhänger noch hier dran und so hübsch noch das Herzchen noch extra rein. Und auch hier hinten ist gestempelt irgendwie, vermute ich zumindest, nämlich Made with Love. Super. No, eine kleine Klammer hier mit dem Schmetterling. Ich sag mal so, es ist natürlich auch immer eine Sache, mit welchen Materialien habe ich gearbeitet, welche Materialien stehen mir zur Verfügung. Und ich finde, Tanja Aktun ist, soweit ich das weiß, auch eine Beginnerin mit Pocketlettern. Und ich glaube, das war ihr erster. Und ich finde, sie hat es so super gemacht. Besonders gut gefällt mir dieser Stein, der hier drauf ist. Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so wirklich gut sehen. Nicht mal. Ja, nicht mal so gut, wenn ich es hochhalte. Schade ist natürlich auch, hab jetzt nicht so die beste Videoausrüstung. Ich habe mir einfach eine Webkamera besorgt und habe gedacht, ich probiere das einfach mal. Ich sehe das immer so schön, wenn die anderen das machen mit den Videos und so, aber es ist ja halt auch immer eine Sache der Möglichkeiten und die sind bei mir leider ein bisschen begrenzt. Ich gebe lieber noch ein bisschen mehr Geld aus für neue Sachen, die ich dann in die Pocket Filter verwenden kann, die ich mit dem Pocket Letter verwenden kann. Sie hat natürlich auch nicht an Material gespart, was sie hinten reingestopft hat. Ihren Lieblingstee wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es ihr Lieblingstee ist. Ich tue immer meinen Lieblingstee rein. Orange, Marzipan. Marzipan, Orange. Ist jetzt zwar nicht so meins. Ich werde es mal meinem Mann anbieten. Der mag gerne Orangen, der liebt Marzipan. Vielleicht mag er auch den. Könnte ich eigentlich auch gleich mal draußen lassen. Das Sauer, der nachher noch da drin hat, wollen wir ja auch nicht. Ja, ein bisschen Tape hier hat sie aufgewickelt. Niedlich mit Punkten. Punkte ist natürlich immer schön, passt auch hier zum Hintergrund. Also sogar die Rückseite sieht toll aus, wie ich finde. Hier diese niedlichen kleinen Buttons, die da noch drin sind. Blendet das so. Super Idee, super schön. Die Libellen sind natürlich auch schön. Und ich muss gestehen, von diesen Streudeko, Sequins, wie auch immer die heißen, habe ich tatsächlich schon welche benutzt, um in einen anderen Pocket Letter reinzutun, um so einen Shaker zu machen. Ja, die sind nämlich immer ganz schön gut, die kann man gut gebrauchen. Wunderbar. Ich weiß nicht so genau, ob sie diese Dinger hier selber gemacht hat. Die gefallen mir jedenfalls auch gut. Diese Pinwheels auf diesen Büroklammern. Ja, das war also mein erster Pocket Letter, den ich bekommen habe. Wie gesagt, hat mich mega gefreut darüber. Ich fand den einfach super, super schön. Und ich meine, sie hätte zu mir gesagt, dass es auch ihr erster ist. Also weiter so. Ich finde es toll. Ich denke, sie wird noch einige Leute beglücken mit ihren Pocket Lettern. Und ich finde, soll sie machen. Sehr schön. So, dann habe ich hier den von der Lea Söder. Ich muss mal gucken. Ich hatte mir einen Zettel gemacht. Lea Söder. So. Auch den fand ich sehr schön. Ich glaube, wir hatten uns vorab so ein bisschen geeinigt, dass wir so die Farben Blau und Türkis beide sehr mögen. Ja. Und das ist es. Blau und der Türkis, wie ich finde, super schöne Farben. Was mir ganz, ganz doll gefällt, ist, dass sie hier drauf geschrieben hat, für dich von Herzen, und zwar mit der Hand.
Und dann hier diese kleinen niedlichen Perlenherzchen, die ich übrigens sehr, sehr schön finde. Die hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, wo sie sie her hat. Hübsches Papier, überall noch ein bisschen verziert. Und hier hat sie sogar mit Glitzer gearbeitet. Und ich nehme an, das ist eine aufgeklebte Bordüre. Ich glaube, ihr könnt das kaum sehen. Das ist echt schade, weil der ist so schön. Und so, ach, jetzt hier. Und ist so schön blau und überall mit Glitzer und Vögelchen. Und es gibt einfach Unmengen zu sehen auf diesem Pocket Letter. Hier noch auch noch mal so eine schöne Bordüre aufgeklebt, also wirklich super, super schön. Die Farben sind toll, die Papiere sind niedlich hier mit den Vögelchen und Blümchen und Schmetterlingen. Und hier hat sie dann noch drauf geschrieben: Blue Sky, glaube ich, heißt das. Time for Fun, also super. Naja, und dann hinten, das passt natürlich dann auch total super, wie ich finde. Ich bin wieder aus dem Bild hier raus. Das kommt davon, wenn man nicht sowas hat. So, hier steht also Blue Sky. Und wenn man das dann umdreht, ja, dann braucht man natürlich einen Sonnenschirm, ne? Wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist, finde ich super. Ne? Mit dem Sonnenschirm, Blümchen. Hier so ein paar Holzsachen, Tags. Fähnchen kann man immer gebrauchen, super. Und das ist doch wohl total süß hier. So viele niedliche kleine Sticker. Ich bin froh, dass meine Kinder die noch nicht entdeckt haben. Das ist nämlich super, super, super schön. So. Und ach, hier sind die nicht goldig. Als allerliebst. Müsste ich mir eigentlich auch direkt mal zur Seite legen, dass ich die vielleicht auch mal irgendwie verwende. So. Ja, und hier so ein paar Filzblümchen und Filzschmetterlinge. Und da ist natürlich noch der Brief. Grüner Tee, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen eigen, was den Tee angeht. Ich muss mal schauen, ob ich da ein paar Abnehmer für finde. Okay, ja, das war der Pocket Letter, der Pocket Brief, Taschenbrief, wie auch immer, von der Lea. Habe ich mich auch mega drüber gefreut. Und dann, ach, das ist so schön. Der ist wirklich schön. Ich habe also wirklich hier gesessen und habe, ach, schön. Ach, ist das schön. Und zwar ist der von der Sandrine Lefranc oder Lefranc. Sandrine kommt aus Frankreich. Und ja, da gibt es eigentlich gar nicht. Es ist so schade, dass meine Kamera nicht besser ist, dass man das nicht wirklich besser sehen kann. Der ist einfach so toll. Ja, sie hat halt so ein bisschen was Frankreich, wie gesagt, sie kommt aus Frankreich, sie hat so ein bisschen was Frankreich eingefangen mit ihrem Pocket Letter und hat so ein bisschen shabby chic gemacht, was ja sowieso ist ja mega Trend und ja auch nicht an mir vorbeigegangen. Ich mag das also auch total gern. Das selber so zu machen, ich habe es versucht in ihrem Pocket Letter, den sie von mir bekommen hat. Leider ist er immer noch nicht angekommen. Ich hoffe, dass er das noch tut, weil ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinkriege. Ich kann das nämlich nicht so gut mit dem Shabby Chic. Aber ihr ist es also wirklich hervorragend gelungen. Sie hat also hier den Eiffelturm und wie gesagt, das Papier an sich ist schon so hübsch. Mit so einem Schriftzug hinten und Blümchen und überall Steinchen und hier diese, übrigens wahrscheinlich von Stampin' Up, yay. das ist ein Bilderbo Punch ist das. Ich glaube, ich habe den auch hier irgendwo. Der sieht so aus. So, da kann man dann, muss man zweimal ausstanzen und dann kann man hier so eine niedliche Schleife basteln. Also ich glaube, das ist von Stampin' Up der Punch. Ja, hier diese tolle Brad hier. Also das ist super schön hier mit dem schönen Steinchen noch in der Mitte und so passend zum Thema. Und was ich also ganz besonders toll fand, das habe ich jetzt sie auch schon gefragt, ob sie das irgendwie selbst gemacht hat oder ob das schon so war, das Papier. Also ich fand das so schön, weil das ist schade, dass ihr das wirklich nicht sehen könnt. Da ist nämlich so ein Film noch drauf, irgendwie so stoffbezogen, wie Gardine oder irgendwie sowas. Wie sagt man? Ach, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Naja, ist jedenfalls da drauf. Sieht schön aus. Ich habe sie gefragt, hat mir leider noch keine Antwort gegeben. Sie ist wohl immer sehr beschäftigt und arbeitet halt auch sehr viel. Dann haben wir hier auch wieder Punch-Out von Stampin' Up. Das dürfte dieser hier sein. Das ist, ich glaube, Designer-Label oder Designer-Etikett oder irgendwie sowas. Ich kenne den Namen auch nicht wirklich auswendig.
Naja, das ist halt jedenfalls so ein Punch-Out und so ein Label. Und dann hat sie das wahrscheinlich noch ein bisschen gewischt. Finde ich super. Super schön, sieht super vintage und shabby chic aus. Ein Fahrrad und die Schmetterlinge. Auch wieder von Stampin' Up ein Punch. Sie scheint wohl auch gerne Stampin' Up zu mögen. So, dann hier ein Herz hier mit dieser hübschen Elfe. Das ist eine Elfe auf dem Papier. Na, ob ihr das dann hinterher so sehen könnt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Brief hat mir also auch sehr gut gefallen. Und ich will natürlich euch auch noch die Rückseite zeigen. Hier diese Parfümflasche, die hat einen Grund. Da ist nämlich Parfüm hinten drin. Und wie ich so bin, ich habe das dann halt auch direkt ausprobiert. Und das Parfüm riecht gut, aber das ist so extrem. Das ist der Hammer. Also das ganze Zimmer hat halt nach Parfüm geduftet und war wirklich gruselig eigentlich. Also das war, boah, das war so extrem. Wir haben hier hinterher, mein Mann, der sitzt halt neben mir, hat da seine Ecke, wohlgemerkt, nur eine kleine Ecke. Und ja, der hat halt dann gesagt, so, boah, was ist denn hier los? So, voll die Duftwolke. Also das war schon extrem. Ja, auch hier hinten finde ich super schön, passend zu vorne halt alles befüllt mit Blümchen und hier, was sie hier vorne benutzt hat, hat sie hier hinten halt auch noch mal reingetan. Also diese hübschen Dinger da, die muss ich. Das Ding ist, ich kriege die da nur nicht raus. Und ich habe Angst, dass ich das Papier kaputt mache. Die kleben irgendwie da fest. Ja, und dann ein bisschen Band und wieder diese, die sind einfach Knaller. Ne? Die kann man sehr gut gebrauchen, immer für Schickerkarten zu machen. Bin jetzt nicht so der Kartenmacher-Mensch, aber für diese Pocket Letter Shaker, das ist ja dann eine schöne Sache. Das ist ja was anderes. Und das ist auch so süß. Das ist so ein kleiner Anhänger hier mit einem Vögelchen, Vogelkäfig. Total süß. Sowas mag ich gerne. Ich hänge da auch immer irgendwie was dran, weil ich das einfach sehr schön finde. Ich werde euch vielleicht auch mal, wenn ich es denn nicht vergesse, bevor ich es abschicke, mal ein Video machen mit einem Pocket Letter, den ich gemacht habe. So, das war Sandrine. Super schön. Und jetzt kommt der von der Kerstin Christoph. Den fand ich persönlich, der hat mir am allerbesten gefallen, weil ich halt diese Farben so schön finde. Jeder Pocket Letter hat was für sich. Es ist halt, für mich ist einfach das Schönste, den Brief zu lesen und überhaupt die Post zu bekommen. Das ist einfach das Schönste daran. Die Verbindung, die man vorher hat, die man vielleicht vorher schon ein bisschen aufbaut, ein bisschen was erzählt über das Chatfenster oder wie sich das auch immer nennt, da bei Facebook, die Gruppe bei Facebook, einfach super schön. Jeder zeigt sein Pocket Letter. Ich finde es toll. Ja, und der hat mir von den Farben her einfach sehr gut gefallen. Ich mag auch die Blautöne. Ich mag, wie gesagt, shabby chic, finde ich auch total schön. Hier, ne, dieses Layering und so, das kriege ich immer gar nicht so gut hin. Ich weiß nicht wie, bei mir sieht das immer irgendwie durcheinander und verwurschtet aus. Und wenn ich dann von jemand anders dieses Layering, das bedeutet ja, dass man so viele verschiedene Sachen einfach übereinander auf ein Bild klatscht und dann sieht das toll aus, nur nicht bei mir. Ja, was soll ich dazu sagen? Bei Kerstin sieht super aus. Ich habe mich mega gefreut. Jedes Briefchen hier, jede Tasche ist für sich so schön gestaltet. Fand ich super. Ich glaube, da ist sogar Washi-Tape. Anfangs habe ich gedacht, das ist ein Stempel mit der Feder hier. Fand ich super schön. Habe ich gedacht, ach, das ist aber eine tolle Feder. Und dann habe ich gesehen und weitergeguckt und weitergeguckt, habe ich gesehen, nee, das ist Washi-Tape. Finde ich total süß. Also, sehr, sehr schön, auch hier wieder unverkennbar mit Stampin' Up, Schmetterling gepuncht. Glaube ich, auch hier einer meiner Lieblingspunch. Ich bin süchtig nach den Dingern. Ich finde, die sind einfach so genial. Man hat so schnell irgendwie was ein Embellishment gestaltet für eben oben drauf zu setzen. Und es sieht einfach toll aus. Immer. Ganz super Sache. Ja. Also. Was gibt es da zu sagen? Viele, viele Schmetterlinge, viele Breads, super schön gestaltet, wie gesagt, gestempelt und gewischt. Sie hat also hier die ganzen Seiten alle gewischt. Nur ich glaube, da hat sie, glaube ich, zwei vergessen. Oder war vielleicht beabsichtigt nicht. Ich weiß es nicht. Aber die sind auf jeden Fall ein bisschen was mit einem Schwämmchen bearbeitet. Ne? Also super schön.
Gefällt mir richtig gut. Stickers, alles super drauf. Hier noch hier ein Sticker Magic. Also wirklich, wirklich schön. Ich war begeistert. Allein wenn man den so sieht, das ist halt, wenn man ihn denn dann sieht, ne? Weil das wird wahrscheinlich etwas schwierig werden hier für euch, denn ich habe so, naja, ich bin halt noch nicht so gut ausgestattet, was Videos angeht. Wenn mir das richtig viel Spaß macht, irgendwie für die Zukunft, vielleicht schaffe ich mir dann tatsächlich mal irgendwie was Besseres an. Mal schauen. Naja, und auch hinten drauf hat sie mich mit ein paar Stickern hier erfreut. Ich glaube, da war schon was drin, was ich schon benutzt habe für einen anderen Pocket Letter. Ich glaube, da waren irgendwie Blümchen oder so drin. Die habe ich schon aufgeklebt, wenn mich nicht alles täuscht. Auch hier habe ich schon was benutzt. Da war noch ein Sticker drauf. Der ist schon unterwegs. Und ich glaube sogar nach Amerika. Nee, gar nicht wahr. Nach Holland. Ich lüge. Nach Holland. So. Und ja, die fand ich zwar ein bisschen unpassend hier jetzt Merry Christmas, Do Not Open und Happy Holidays, aber wir wissen ja alle, Weihnachten kommt schneller, wie man gucken kann und vor allen Dingen schneller, wie man basteln kann. Also kann ich die sicherlich auch noch gut gebrauchen. Bis dahin bleiben sie erstmal da drin. Ich hefte meine Pocket Letters mittlerweile in eine, naja, einfach in DIN A4 Sammelordner ab. Ich habe es auf dem Plan, dass ich den mal ein bisschen hübsch mache. Aber da ich, wie gesagt, dem Fieber Pocket Letter so verfallen bin, so infiziert bin, ich möchte den lieben langen Tag gar nichts anderes mehr machen. Und habe da also wirklich richtig Spaß dran und freue mich wie Bolle, wenn da mal wieder einer bei mir gelandet ist. Ich finde es schade, dass ihr die leider nicht so gut sehen könnt, wie sie wirklich sind. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an meinem Video und ja, über Kommentare, Kritik, wie auch immer, naja, freue ich mich. Ich werd mal schauen, ob ich das irgendwie gebacken kriege, dass ich das auch tatsächlich gepostet bekomme, nämlich bei Facebook oder YouTube oder wie auch immer. Bisher habe ich immer nur Videos gemacht mit der Handykamera, vielmehr meine Tochter hat die gemacht und zwar von einem Album, was ich halt selber gebastelt habe. Da habe ich aber nicht drauf gesprochen, weil ich das eigentlich total gruselig finde, wenn man nämlich einfach zu sich selber redet. Naja, ich rede ja nicht mit mir, nicht wirklich mit mir selber. Ich rede ja mit dir, mit euch, wie auch immer. Aber, naja. Ja. Jetzt bleibt mir irgendwie, ja, habe ich irgendwie den Faden verloren. Das passiert schon mal. Aber, na gut, okay. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Und ich schaue mal, ob ich das irgendwie gepostet bekomme. Und ja, bis dahin und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssi!